Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. In seinem kläglichen Versuch, hier ein wenig zu machen. Ich habe neu gestartet, weil und zwar vor dem Kampf gegen Burgund, weil ich danach am Anfang der nächsten Session ein bisschen einen Blödsinn gemacht habe, nämlich indem ich, es gibt ja diesen Button, dieses Consolidate Regiments, da werden alle zusammengepfercht in die einzelnen Regimenter, dass man volle Regimenter hat. Und wenn man das Shift drückt, bleiben die anderen Regimenter allerdings noch erhalten, was den Vorteil hat, dass es ein langsameres Aufrüsten gibt. Also weil nur zum Beispiel 4 aufgerüstet werden und nicht alle. Was Manpower schonend ist, die schwachen Regimenter schickt man dann irgendwo anders hin, wo sie nicht im Weg stehen und auch niemand ihnen auflauern kann. Das Problem ist, wenn man das Shift nicht drückt, dann werden die Nuller-Regimenter einfach weggeworfen. Und das mal passiert, und das will ich auf keinen Fall, dass das passiert, weil da muss man nämlich für die Regimenter wieder neu zahlen. Und Geld ist wichtig. Geld ist wichtig, Geld ist wichtig. Wir dürfen Geld nicht einfach so verschwenden. Gut, ich habe mir gedacht, ich werde aber, nachdem ich den Blödsinn vorhin gemacht habe und hier wieder neu starte, da nicht gleich angreifen, sondern ich werde da zunächst einmal Richtung Luxemburg gehen und schauen, wo ich da vielleicht irgendwelche kleineren Einheiten auseinandernehmen kann. Außerdem werde ich... Ach Gott. Könnten wir da diese 5000 Mann darunter schicken? Gegen diese 15.000 Mann da drüben zu helfen. Auseinandernehmen können. Finde ich gut. Warte mal, wer kommt da in den Elsass? 6000, noch einmal 1000 sind 7000 und noch einmal 5000 sind 12.000 Mann kommen da in den Elsass. Bäh, finde ich nicht gut. Könnte jetzt ruhig wegbleiben. Geh mal nur daher. So, und da oben. Ja, wir sind erst auf 1. Könnte auch ein bisschen schneller gehen.
So, ich glaube, wir bleiben da stehen. Die rennen uns da nicht weg. So, warte mal, da kommt irgendjemand im Elsass an, aber nur zwei Armeen. Einmal 7000 und nochmal 6000. Okay, nein, das sind immer zu groß, diese Armeen. Und am 6. Oktober sind sie wieder weg. Ich habe vielleicht etwas unterschätzt, die ganzen Mini-Länder von ihm. Weil die sind gar nicht so mini. Ich meine, Hamburg ist natürlich lächerlich, aber die. Und die sind alle vom Tech-Level über mir. Ah, was natürlich schlecht ist. Was natürlich schlecht ist. Auch Hamburg ist technisch weit über mir. Das hätten wir uns vielleicht vorher anschauen können. Enemies. Oh, was haben wir da? Exhaustion 2. Wieso habe ich eigentlich eine höhere War Exhaustion als die anderen? Weil ich mehr Truppen verloren habe? Wahrscheinlich. Wo sieht man die Technologie? Score, Admin Rating, Deep Rating, Military Rating. Na, das ist nicht unser Technologie-Level. Das? Ah, Technologie Level da, 443. Wir sind da das absolut letzte. Es gibt da welche mit Level 5 bereits. Flandern, Brabant, Holland. Also mit denen will ich auf keinen Fall kämpfen. Das war nicht besonders klug von uns, aber gut. Jetzt sind wir nun mal in dem Krieg, jetzt müssen wir den auch irgendwie aussitzen. Hey, der geht in den Sundgau, das finde ich gut. Da können wir mal 1000 Markslump killen von ihm. Das ist mal was Schönes. Nein, bist du wahnsinnig? Jetzt gehst du da raus. Ach, ich wollte, dass du für mich die Belagerung machst. Vollkoffer. Naja, gut. Gibt Schlimmeres. Wieder arrive in Barois. Am 13. November. Und in Lorraine am 7. Und diese 2000 killen mal. So. 2000 sind einmal hinüber. Diese Einheit hier. Haben wir noch einen anderen, der Sieges kann? Nein. Oh, du bist nicht so schlecht. Schauen wir mal, ob wir mal die Hauptstadt angreifen können. Versuchen können, unsere Hand zu kriegen. So, jetzt müssen wir erst alles machen. Weil der Depp rausgegangen ist. Super, habe ich gut gemacht.
Auf nichts ist Verlass auf in dieser Welt. Oh, Mist, das sind nochmal 16.000 Mann. Das gefällt mir aber nicht. Aufpassen. Wenn die daher kommen, müssen wir auf jeden Fall abziehen. Wo gehst denn du hin? Achso, das ist Lorraine, mit dem bin ich ja nicht einmal im Krieg. Hamburg. Wenn die daherkommen, lassen wir den Zweier-Stack zurück und gehen rüber, um die Wahnsinnigen zu bekämpfen. Wie lange dauert so ein Dings? 38 Tage. Und das dauert 33, geht schneller. Finde ich gut. Wo ist der Wahnsinnige mit seinen 15.000 Mann eigentlich hin? Hey, Hamburg ist gefallen. Das finde ich gut. Das ist ja erstaunlich schnell gegangen jetzt. In dem vorherigen wollte da nichts passieren. So, dann werden wir dort mal gleich holen wir unseren Dingsgesandten wieder zurück. Wie schaut das bei euch aus? Ah, okay. So, na dann, Hamburg, was hast du mir anzubieten? Geld, ich hätte gerne Geld, all dein Geld. Dann hätte ich gerne, dass du deine Allianz aufhörst da, dass du mit Lüneburg keine Rivalität mehr hast. Ist das da? Nein. Okay. Allianz mit Ansbach. Achso, nee, okay. Ist mir wurscht. Hauptsache, ich habe dein Geld. Und du bist nicht mehr im Krieg. Das sind nämlich, glaube ich, 8.000 oder 7.000 Mann, die von dir rumrennen, die viel stärker sind als meine Truppen. Die ich da jetzt echt nicht in der Nähe brauche. Ja, da sind die 15.000 Mann, die gehen nach Mainz. Na okay, wenn ihr meint, dann werden wir jetzt anfangen, da drüben auf zu räumen, das vor im Brabant. Wieso können wir nicht nach Brabant? Dazwischen, deswegen können wir nicht nach Brabant. Nein, besser ist immer das Vor in Luxemburg. Ja klar, geh so möglichst nah an den anderen Typen vorbei. Bist du wahnsinnig? Ja,
lassen uns ein bisschen Abstand. So, wir holen unsere Truppen mal alle in die Nähe voneinander. Finde ich gut. Warte mal. Huch, nein. Wir kommen von dorthin. 2000 und. Ah, 2000 von denen. Eigentlich brauchen wir hier nicht so viele Leute, oder? Brauchen wir nur 6000 Marxlern. Nein, machen wir 6000, das passt schon. Und die gehen darüber und killen diese 2000 Mann da mal. Und dann machen wir Folgendes. Dann werden wir. Hey, Walls Breach, das ist aber nett. Da. Dann werden wir Folgendes machen. Du kriegst den Friedrich und der Friedrich geht da rein und ihr geht's mal daher. Parois gehört nicht mehr, das heißt ihr könnt überall aushelfen, wo wir es halt brauchen. Friedrich, du gehst da gleich weiter. Du gehst da zurück, Friedrich soll da lieber bedingsen. Mann nach Sundgau. Ja. Das schaut aus nach einem Fall für Bruno Ketterer. Bruno! Tot! Nicht gut. Am 8. Mai sind die da. Sind wir da draußen, bevor die ankommen? Dann rein theoretisch könnten wir Scorch Earth machen. Dadurch sind sie langsamer und wir kommen auf jeden Fall rechtzeitig darunter. Das ist natürlich schlecht fürs Land. Andererseits.
Was? 50 Diplomatiepunkte verlieren oder 10 Prestige? Natürlich die 10 Prestige. Seid ihr wahnsinnig? Ihr könnt's doch nicht so gemein zu mir sein. Ah, okay, jetzt geht er dort drauf. Er kämpft da Schlesien gegen Nevers. Okay. Und du gehst gerade in diese Richtung. Das heißt, du willst mich da raushauen. Weißt du was? Du hast gewonnen. Ich gehe raus. Und zwar so. Wie wäre es, wenn du nach Mainz gehen würdest und dort die Belagerung weitermachen würdest? Aha, zu viel Ding, zu viel Bewegung, zu viel. Juni. Und wir sind dort am 5. Juni. Nein! Ich will nicht mit denen kämpfen. Nicht jetzt. Vor allem nicht gegen die. Denn ihr stärker als wir. Obwohl, so viel stärker sind die auch nicht. Und die gleiche Moral. Disziplin haben sie ein bisschen mehr und Taktik, naja. Wir sind nicht Leute. Ah, komm schon. Könnten wir da gewinnen, bitte? Ach, shit. Jetzt teilen sich die Wahnsinnigen. Ach Gott. Nein, das war schlecht. Das war gar nicht gut. Jetzt kommen die Wahnsinnigen da sicher nach und hauen uns aus. Ah, 21%, das ist gut. Ah, nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, was da passiert. Ihr Typen hier, wieso seid ihr in diese Richtung abgehaut? Hättet ihr nicht auch in die Richtung abhauen können? Ja, das habe ich gewusst, dass das passieren wird. Nein. Zwanzigster. 22. Wäre irgendwie schön, wenn wir diese Belagerung noch schnell gewinnen, bevor die wahnsinnigen Barbaren rumrennen. Alles den.
Bach runter. So, und ihr seid hier glücklich? Idioten. Alles schlecht. Alles schlecht. So, Friedrich, was sagst du? Gewinnen wir diese Schlacht endlich? Oh Gott sei Dank, die gehen da nach oben. Nicht gut. Die hätten uns dann mich jetzt angegriffen. Also wenn man davon absieht, dass wir diese blödsinnige Belagerung leider aufgeben haben müssen, ist es gar nicht so schlimm gewesen, was uns passiert ist. Komm schon, gib Gas. Da drüben wirst du gebraucht. Freunde und Zwetschgenröster. Okay. Na immerhin, die erste Belagerung haben wir schon mal. So, jetzt kümmern wir uns um Franschkund. Das Holland. Ob diese Holländer bleiben. Schade, Belagerung. Wieso sind wir da wieder auf minus 35%? Sind diese Wapplale weggegangen? Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Und scheinbar lässt man mich auch in Luxemburg in Frieden. Das finde ich noch besser. Jetzt kümmern sie sich wieder um Mainz. Mit etwas Glück können wir das da dann mit denen, mit den holländischen Einheiten da auch machen, wie wir geplant haben. Ich bin Franschkund. Nein, können wir nicht. Die sind abgezogen. Schade eigentlich. Was macht sie? Geht's dorthin? Das finde ich gut. Wäre irgendwie schön, wenn Luxemburg fällt, ohne dass die in irgendeiner Weise mal behelligt worden wären. Jetzt ziehen da wieder 300.000 Mann rauf. Ich frage mich gerade, wie viel Manpower die alle noch haben. Wahrscheinlich mehr als ich. So, hier geht's daher. So, jetzt richtig Shift.
Immerhin, wir haben schon 13% Warscore. Hauptsächlich deswegen, weil die da drüben ständig hin und her rennen, anstatt irgendwas anzugreifen. Was ist das? Wo rennen die hin? Die wollen sicherlich diese 1600 Mann da auseinandernehmen. Wetten. Okay, gehen wir zum Friedrich oder zum anderen Typen. Zum Friedrich. Das Gebiet ist das Wichtigere. Gehen wir daher. Das ist immer zu riskant. Das finde ich gut. Den Disease Outbreak Bereich. Ah, das sind noch die 6300 Mann von Mainz. Finde ich gut. Finde ich gut. Und wir haben da schon 7%, da haben wir 42%. Komm, Fall. Ah, Defenders, die Third, echt jetzt. Viele Deserten könnt ihr ja nimmer mehr. Viele sind ja nimmer mehr da. Ah, jetzt sind sie wieder bei 17%. Schade. Oh, die kämpfen auch gegen uns. Das ist Nivea. Finde ich gut. Vielleicht sollte ich ihm sagen, dass sich die Leute bei ihm dazustellen sollen. Immerhin hat er keine Siege-Ability. Okay, an dieser Stelle, Herrschaften, machen wir wieder Schluss für heute. Ihr seht, ich bin sehr, sehr unfähig, was dieses Spiel betrifft. Ich sehe gerade wieder, ich habe schon wieder einen depperten Diplomaten vergessen. Na gut, den stelle ich jetzt gleich mal ein. Bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.